In diesem Video geht es um das Thema zueinander orthogonale Geraden. Das heißt, wir haben zwei Geraden und die sind zueinander orthogonal. Das bedeutet, wir zeichnen hier eine Gerade, das können wir mit einem Geodreieck machen und richtig lang zeichnen und so. Ne? Die beschriften wir mit G, dass die Gerade geht. Und jetzt zeichnen wir eine zweite Gerade. Dazu legen wir das Geodreieck, die Mitte des Geodreiecks legen wir genau hier drauf. Ne? Das ist ein rechter Winkel übrigens. Und dann zeichnen wir hier die zweite Gerade ein. Ist das ein kleiner Strich hier? Moment. Den mache ich mal etwas länger. Diese Gerade bezeichnen wir dann als H zum Beispiel. Ne? Kann man auch F nehmen oder sonst einen anderen Buchstaben. So, und die fallen im rechten Winkel aufeinander. Hier ist ein rechter Winkel. Das bedeutet, wenn die im rechten Winkel aufeinander fallen, sind die orthogonal. Hier ist auch ein rechter Winkel. Hier auch, überall rechte Winkel. Es reicht aus, wenn man einen rechten Winkel nimmt. Dann ist automatisch sind die anderen Winkel auch rechtwinklig. Das heißt, die sind zueinander orthogonal. Dann schreibt man hin, die Gerade G ist orthogonal. Das ist das Zeichen für orthogonal, also für den rechten Winkel. Die Gerade G ist orthogonal zur Geraden H. Genau, jetzt muss ich ganz kurz nochmal was schauen. Wenn die nicht orthogonal zueinander sind, zum Beispiel, jetzt mache ich das nochmal weg. Also das ist orthogonal, das was wir jetzt gezeichnet haben. Ne? Wenn die nicht orthogonal sind, machen wir mal so. Und die andere Gerade ist so. Das hier ist G, das ist H. Jetzt könnt ihr gucken, die sind gar nicht orthogonal zueinander. Dann schreibt ihr nichts anderes als G ist nicht orthogonal zu der Geraden H. Ne? Entweder sind sie orthogonal oder nicht. Ja, das war's.